Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder ein Interview mit dem Fabian von Lebenskraft pur. Ich freue mich heute sehr, dich wieder bei mir zu haben. Hallo lieber Fabian. Hallo Silke, wie immer eine Freude auf deinem Kanal. Sehr schön, immer mit dir zu kommunizieren. Lieber Fabian, wir haben ja schon in der Vergangenheit verschiedenste Videos gemacht, auch zu Chlorophyll, Spirulina, Moringa, also zu wirklich verschiedenen Themen. Und heute habe ich mir mal wieder ein Thema überlegt, was gerade so für den Winter ein wichtiges Thema ist. Es geht um ein besonderes Vitamin. Das habe ich jetzt auch noch nie groß auf meinem Kanal extra thematisiert. Da gab es noch nie ein Video dazu, eher mal so am Rande, mal meine Erfahrungen, wie ich das praktiziere. Und gerade so in normalen Kreisen es geht um Vitamin D, hat das gar nicht eine Relevanz, aber in alternativen Kreisen, in alternativen Gesundheitskreisen, da gibt es viele Beiträge schon dazu, wie wichtig Vitamin D ist, gerade auch im Winter, weil man sagt hier, wir wohnen ja sehr nördlich und gerade im Winter reicht die Sonne nicht mehr aus, dass wir selber Vitamin D produzieren können. Also die Sonne ist eine gute Helferin, um dass wir Vitamin D selber bilden können, aber im Winter, wir sehen es auch jetzt, ne, die Sonne ist niedriger, der Himmel ist auch bedeckt, gerade jetzt im Winter über. Und da wäre es wichtig, über den Winter vor allem auch Vitamin D zu nehmen. Es gibt auch viele, die propagieren, am besten die ganze Zeit nehmen, hochdosiert, weil es einfach die Gesundheit auf eine besondere Art und Weise unterstützt. Und genau, und da wollte ich dich einfach mal fragen, nochmal für meine Zuschauer darzulegen, wofür benötigt der Körper Vitamin D? Dass du das meinen Zuschauern nochmal erklärst, warum das so wichtig ist. Ja, also ein super wichtiges Thema an sich. Du hast ja schon gesagt, wir haben schon viel über Superfoods und so weiter gesprochen, aber das Thema Vitamin D finde ich auch ein wirklich wichtiges Thema, weil es einfach so eine große Relevanz hat. Dieses Vitamin ist das ja eigentlich ein Hormon. Und du hattest es ja schon gesagt, ne? Es wird im Vergleich zu vielen anderen Vitaminen, kann es der Körper selber sogar bilden. Ne? Und zwar eben genau, wie du es gesagt hast, durch das Sonnenlicht, wenn das auf die Haut trifft, also um es genauer zu sagen, die UVB-Strahlung. Wenn die auf die Haut trifft, entsteht eine photochemische Reaktion, die im Verlauf dann das Vitamin D3 entstehen lässt. Und Vitamin D hat unglaublich viele Effekte. Ja? Also zum einen gilt es in der Erfahrungsheilkunde, aber auch mittlerweile durch Studien belegt. Auch Professor Spitz beispielsweise von der Akademie für menschliche Medizin forscht da schon seit Jahren. Also das ist wirklich sehr gut untersucht, mittlerweile auch international. Und es gilt als immunmodulierend, immunstärkend. Das ist ja auch gerade in der heutigen Zeit so ein wichtiges Thema, dass man da gut aufgestellt ist. Auch da gibt es neuere Erkenntnisse, aber das lassen wir lieber an der Stelle. Es nimmt aufgrund seiner hormonellen Wirkung, ne, ich hatte ja schon gesagt, eigentlich ist es ein Hormon, gar kein Vitamin. Also aufgrund dieser hormonellen Wirkung hat es auch eine Schlüsselposition einfach im Körper. Lange Zeit hat die Wissenschaft im Prinzip angenommen, dass Vitamin D3 nur für ein gesundes Knochenwachstum so entscheidend sein soll. Aber in der Wirklichkeit besitzen in den Körperzellen fast alle Körperzellen einen Vitamin D-Rezeptor. Das heißt, Vitamin D kann da andocken, fast in jeder Körperzelle. Und sowas ist in meinem, allein schon von der Logik her, wenn jede Körperzelle so einen Rezeptor hat, dann hat das ja was zu heißen. Die Natur ist ja nicht dumm. Das heißt, auch da zeigt sich schon dieses enorme Potenzial und diese Wichtigkeit, die Vitamin D hat. Also sprich, sobald so ein Vitamin D andockt an so eine Körperzelle, aktiviert es das und es ruft eine Reaktion in der Zelle hervor. Ne? Also da passiert dann irgendwas. Und dadurch hat Vitamin D einfach weitreichende Auswirkungen, auch auf Stoffwechselprozesse, beispielsweise im Darm, das Gehirn, das Herz, Pankreas, Haut, Lymphozyten, also wirklich, es ist eigentlich überall beteiligt. Ne? Und das liegt einfach daran, dass diese ganzen Zellen überall Rezeptoren haben. Zudem aber auch noch total interessant, das finde ich wirklich faszinierend, Vitamin D aktiviert über 2000 Gene. Es ist wirklich enorm, was da passiert. Und es spielt einfach eine zentrale Rolle im Immunsystem. Ne? Das hatte ich ja schon gesagt. Ja, also auch da nochmal, die AMM, also die Akademie für menschliche Medizin, die hebt wirklich seit Jahren schon die Bedeutung hervor. Wer da auch noch mal tiefer einsteigen will, ist eine super Adresse. Da kann man sich wirklich auch noch tiefgreifend informieren. Vielleicht jetzt noch, wie ist denn so der Bedarf? Also das ist oftmals eine Frage, die wir beispielsweise häufig kriegen. Ne? Was sollte ich denn so eigentlich für einen Blutwert haben, wenn ich es messen lasse?
Und man sagt in der Naturheilkunde vor allem, dass ungefähr so 60 Nanogramm pro Milliliter ein guter Wert ist. Ja. Es gibt durchaus auch naturheilkundlich deutlich höhere Empfehlungen, aber so im Durchschnitt treffen sich die meisten Experten irgendwo bei 60 Nanogramm pro Milliliter. Aber auch, wie gesagt, höhere Werte gibt es durchaus Meinungen. Die Schulmedizin liegt meistens ein bisschen niedriger, irgendwo bei 40 Nanogramm. Also es gibt da unterschiedliche Meinungen dazu. Genau, da muss man sich dann halt eben selbst ein bisschen informieren und die Meinung raussuchen, die einem dann auch selbst am logischsten entspricht. Ja, das Problem an der Stelle mit dem Vitamin D ist, dass tatsächlich 60% der Deutschen laut DGE, ist ganz offizielle Info, nicht ausreichend mit Vitamin D über das Sonnenlicht und die Nahrung versorgt werden. Also selbst die offiziellen Zahlen sagen 60%, also jeder Zweite oder mehr, sagt, dass es nicht ausreicht, nur über die Sonne oder die Nahrung sich damit zu versorgen. Das liegt zum einen daran, hatten wir ja schon gesagt, dass es in den Wintermonaten und auch zum Großteil im Herbst und im Frühling einfach gar nicht geht, weil wir, du hast es ja eingangs gesagt, schon zu weit nördlich liegen und die Sonne dann vom Winkel her einfach nicht so steht, als dass unsere Haut das bilden kann. Das ist das eine Problem. Und ja, das andere ist, dass die meisten einfach leider viel zu viel drinnen sitzen. Ja, also wir haben, also wenn wir rausgehen, dann meistens ja begleitet. Und auch da ist es dann so, dass es nicht in der Haut ankommt. Ja, also meistens zumindest, je nachdem, was für eine Kleidung man trägt. Aber man hat einfach nicht genug dadurch. Also das heißt, wir haben da einfach ein Thema, oder die meisten zumindest. Ja, dann, was man noch sagen könnte, ist, es gibt ja immer so Kofaktoren. Ne? Man spricht von Kofaktoren bei Vitamin D, also sprich, was für Faktoren beeinflussen noch Vitamin D und was kann da sinnvoll ergänzt werden? Und man spricht da häufig, das kennen wahrscheinlich auch die meisten, von Vitamin K2 noch und von Magnesium als die zwei wichtigsten Kofaktoren. Es gibt noch mehr, aber diese zwei sind so die wichtigsten, die will ich jetzt auch noch mal kurz benennen. Das Vitamin K2, das kann man als MK7, Variante MK7, das steht auch immer, wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendein Vitamin D kauft, steht meistens, was sollte hinten draufstehen, welches MK das ist. Und man sollte schauen, dass man das MK7 erwischt. Und das verhindert eben eine Hyperkalzämie durch eine Förderung des Kalziumeinbaus in den Knochen. Also sprich, es geht nicht in die Blutbahn, das Kalzium, und kann da irgendwie verstopfen, sondern eben zu den Knochen eingebaut. Ja, also auch bei höheren Vitamin-D-Dosierungen ist es damit gar kein Problem, wenn man das Vitamin K2 noch benutzt. Ne? Und sorgt dann eben auch noch zusätzlich für starke Knochen, ist eine tolle Sache. Und das zweite wichtige, oder der zweite wichtige Kofaktor war das Magnesium. Und das hängt damit zusammen, dass der Vitamin-D-Stoffwechsel abhängig ist von einer ausreichenden Magnesiumversorgung. Denn sowohl die Enzyme, welche Vitamin D in verschiedenen Formen verstoffwechseln, wie auch die Transportmoleküle, die durch den Körper eben bewegen, enthalten das Magnesium und funktionieren auch nicht ohne. Also sprich, wir brauchen da unbedingt auch eine ausreichende Magnesiumversorgung. Wenngleich Vitamin K2 und Magnesium ja auch durchaus über eine vernünftige Ernährung schon ganz gut gedeckt werden kann, wenn man es halt, also im Idealfall macht man eine Messung einfach, ne, eine Blutanalyse und kann dann schauen, wie da die Stände sind. Ja. Also das würde ich jetzt mal so zusammenfassend, ich hoffe, ich habe jetzt da die Leute nicht erschlagen, aber so eine kurze Zusammenfassung, wofür benötigt unser Körper so das Vitamin D? Und ich hatte ja schon erwähnt, im Sommer können wir mit der Sonne Vitamin D bilden. Und warum kann die natürliche Bildung von Vitamin D nicht mehr ausreichen, wenn man sagt, gut, im Sommer, wenn man da viel draußen ist, und da kann sich ja der Körper, Vitamin D wird ja gespeichert, da könnte der Körper sich ja genügend speichern. Wieso reicht das in der heutigen Zeit meistens nicht mehr aus? Ja, ich hatte es schon kurz angerissen, wenn wir da nochmal kurz tiefer reingehen. Also es ist ja so, dass wir in Mittel- oder Nordeuropa leben und wer eben nördlich von Rom oder Barcelona lebt, bekommt nur etwa von März, April bis Oktober überhaupt die ausreichende Sonne oder beziehungsweise diesen Winkel, den wir brauchen, damit in der Haut überhaupt Vitamin D gebildet werden kann. Also sprich, ja, alle Dachräume, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, die Skandinavier sowieso, also da reicht es nicht mehr aus. Da kann ich es eben nur von März, April ungefähr bis Oktober überhaupt bilden. Und ja, die übrigen Monate steht dann die Sonne einfach zu tief. Also sprich, das ist einfach ein Grund, den kann ich auch nicht ändern. Ne? Da kann man nichts tun dagegen.
Aber natürlich kann ich im Sommer rausgehen, ne? Also ich kann im Sommer rausgehen, ein guter Richtwert beispielsweise sind 12 Minuten. Wenn ich allein nur 12 Minuten wirklich, aber auch dann ganz Körper, ja, also am besten nackt einfach rausliegen und dann kann ich ausreichend Vitamin D auch produzieren. Das sind ungefähr 10.000 bis 20.000 internationale Einheiten, die der Körper dann in dieser Zeit produziert. Aber wie gesagt, gilt nur für die Sommermonate und auch nur zu den Uhrzeiten irgendwo zwischen 12, 11, 12, 13 Uhr bis 15, 16 Uhr sowas. Ne? Und danach funktioniert es nicht mehr. Jetzt ist dann die Frage, wer schafft es? Ja? Wenn ich jetzt Arbeitsalltag nachgehe, dann habe ich eigentlich schon nur am Wochenende die Möglichkeit dazu. Klar, ich kann in der Mittagspause vielleicht spazieren gehen, das rate ich auch jedem, da dann ein bisschen was aufzunehmen, aber meistens habe ich dann halt auch nur ein T-Shirt an und kann nur über die Arme und das Gesicht aufnehmen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund einfach. Mhm. Ja, dann zusätzlich weitere Abhängigkeiten noch, weil es ist nicht nur die Zeit, die Tageszeit und auch Höhe und Breitengrad hatten wir ja gerade besprochen, ne, durch unsere Lage hier in Mitteleuropa. Die Jahreszeit hatten wir besprochen, aber sowas auch wie Luftverschmutzung beispielsweise fällt tatsächlich rein. Das ist ja auch schon gesagt, ne, wenn der Himmel mal zu ist oder so, ich meine, dann ist sowieso keine Möglichkeit dazu, aber auch Luftverschmutzung, die man nicht sieht, hat schon Effekte darauf. Dann die Art der Kleidung, hatte ich vorhin kurz erwähnt. Pigmentierung der Haut spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Umso dunkler ich quasi vom Hauttyp her bin, umso schwieriger oder umso langsamer nehme ich auf. Ganz interessant finde ich auch noch den Fakt des Alter. Also man hat tatsächlich herausgefunden, dass ältere Menschen allein durch ein schlechteres Hautbild oder einfach durch eine ältere Haut, ja, das kann man ja nur langsam aufhalten, einfach weniger aufnehmen. Also es ist einfach so, die Älteren nehmen deutlich weniger auf. Und da muss man dann auch einfach messen und schauen, dass es einfach noch passt, weil im Alter umso wichtiger. Ne? Ja, Bewölkung ist noch ein Thema, schon auch so ein bisschen gesagt, mit Luftverschmutzung hängt auch so ein bisschen zusammen. Gut, kann man sehen, wie man will. Und noch Sonnenschutz, ja, das ist auch noch ein wichtiges Thema. Wenn ich Sonnenschutzcreme quasi benutze, dann reduziert sich die Vitamin-D-Produktion um 99,5%. Also, und das fängt schon ab Lichtschutzfaktor 15 an. Also sprich, wenn ich mit Sonnenschutzmittel arbeite, dann ist es schon schwierig. Ja. Also auch da lieber ein bisschen weniger. Ne? Wir haben ja vorhin gelernt, 10, 15 Minuten reichen ja schon aus. Ich muss mich ja nur 10, 15 Minuten in die direkte Sonne begeben, dann habe ich meine Werte schon produziert. Und ja, vielleicht einfach ein bisschen weniger und dafür aber dann ohne. Aber soll keine Beratung sein. Das muss jeder selber wissen. Ja, und eben dann noch das Thema, was auch noch damit einhängt, sind eben diese, also wir halten uns nur in geschlossenen Räumen auf, ne? Meistens so. Also wer das natürlich schafft, im Sommer regelmäßig rauszugehen, Ganzkörperbad auch zu nehmen in der Sonne, wunderbar. Dann auch gern mal messen lassen. Ich habe das Experiment tatsächlich auch schon mal ein Jahr lang gemacht. Quasi Vitamin-D-Wert messen lassen im, ich weiß gar nicht mehr, Februar oder sowas. Und danach dann Richtung November, Dezember nochmal messen lassen. Da wollte ich einfach wissen, und ganz bewusst viel in die Sonne gegangen. Ne? Und dann wollte ich einfach wissen, was hat sich verändert. Bei mir war es so, der Wert, ich konnte ihn gerade so halten. Also ich hatte gerade so, obwohl ich viel in der Sonne war, den gleichen Wert im November wie im März. Und da hat der Winter ja noch nicht mal angefangen. Also ich glaube, es kommt auch auf den Hauttyp an und so weiter. Ne? Wir haben ja gelernt, es hängen viele Faktoren mit drin. Im Idealfall, wenn man es genau wissen will, muss man es einfach messen lassen. Zum Sonnenschutz wollte ich noch mal kurz sagen, ich habe auch ganz früher, also ich nutze schon ganz, ganz lange keinen Sonnenschutz mehr. Irgendwann war es mal Kokosöl. Gerade wenn ich dann doch am See bin, dann gehe ich halt öfters ins Wasser. So, oder lege mich mal in Schatten. Also ich vermeide irgendeinen Sonnenschutz. Und bei meinen Kindern habe ich auch ganz am Anfang so einen Bio-Öko-Sonnenschutz genommen, also ganz klein war, und bin davon aber auch abgekommen. Ich habe dann einfach geschaut, wenn wir am See waren, dass sie regelmäßig ins Wasser gehen oder dass sie sich ein T-Shirt überziehen. Die waren ja eh meistens, wenn sie aus dem Wasser waren, auch in Bewegung, haben irgendwas gespielt, gebaut. Und ich habe schon lange meinen Kindern auch keinen Sonnenschutz mehr gegeben, einfach auch aus diesem Grund. Ne? Also erstmal, dass sie keine Chemie auf der Hand haben, auf der Haut haben, auch wenn es Bio ist. Auch Biokosmetik, die verwenden Stoffe, die auch nicht mehr so natürlich sind, die es vor 100 Jahren so auch noch nicht gab. Ne? Also da habe ich dann auch gedacht, ich will eigentlich gar nichts auf die Haut haben. Vor allem möchte ich gar nicht, dass irgendwas industriell hergestelltes auf der Haut ist und die Sonne brennt drauf. Das ist ja auch mal so ein Menschen, gerade jetzt, da gibt es ja Sonnenschutz, ich weiß gar nicht, welchen Faktor es schon gibt. Und das ist ja wirklich, wenn es nicht mal
also wenn es nicht mehr biologisch ist, da kann man sagen, gut, die verwenden auch nur bestimmte Zutaten, bestimmte Inhaltsstoffe, aber gerade diese Sonnenschutzfaktor, diese Sonnenschutzmittel aus ganz normal aus der Drogerie, das sind ja, wenn man sich da mal durchliest, was da drin ist, und dann schmiert man sich auf die Haut und die heiße Sonne, wenn es wirklich mal 35, 30 Grad, das wird ja richtig in die Haut reingebrannt, so, ne? Also das ist, richtig, genau, also ich habe davon ganz früh schon Abstand genommen. Ja, also es ist wirklich, wir wissen ja nichts über die biochemischen Prozesse, die da ablaufen, wenn dann auch noch die Hitze dazu kommt, ne? Und ja, von daher sehe ich auch so lieber ein bisschen weniger in die Sonne oder halt auch, es gibt ja so Sonnenschutzkleidung mittlerweile, ne? Da kann man ja auch mitarbeiten, gerade vielleicht, wenn man im Urlaub ist oder so, dass man da noch sich ein paar Alternativen einfach sucht, um eben die Chemiekeule vielleicht ein bisschen vermeiden zu können. Genau. Was sind so die wichtigsten Symptome eines Vitamin-D-Mangels? Wo kann man erkennen, oh, das könnte jetzt ein Mangel sein, das könnte ich mal jetzt testen lassen? Mhm. Ja, da ist die Liste recht lang, muss man wirklich fairerweise sagen. Und es ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil es kann ja auch was anderes sein und so weiter. Aber sagen wir mal, die häufigsten Symptome typischerweise sind häufige Infekte. Ja. Also wenn ich ständig krank bin, gibt ja so Leute, die sind immer krank, da würde ich unbedingt mal den Vitamin D Wert messen lassen. Das ist wirklich so, wenn es mit Infekten und so weiter, ständig Grippe, ständig Schnupfen, ständig Erkältung, dann würde ich unbedingt mal den Vitamin-D-Wert messen lassen. Ein weiteres Indiz könnte eine schlechte Wundheilung sein, schlechtes Hautbild auch in dem Bereich. Und dann eben noch diese allgemeine Schlappheit einfach, ne? So Müdigkeit, nachlassende körperliche und geistige Leistungsfähigkeit können darauf hinweisen. Vorhin hatten wir ja schon gesprochen, dass Vitamin D auch für die Knochengesundheit wichtig ist. Also von daher, wenn man mit Knochen, Rückenschmerzen, Osteoporose zu kämpfen hat, könnte ein Zeichen sein. Aber auch sowas wie chronisch schlechte Stimmung, Depression, ja, also wirklich auch solche Stimmungsschwankungen vielleicht könnte ein Hinweis sein. Oder Schlafprobleme. Also in diesem psychischen Bereich kann es durchaus auch zum Tragen kommen. Aber auch zum Beispiel im Zahnbereich, ne? Parodontitis, Zahnfleischentzündungen. Das ist eine lange Liste, ne? Also ich habe ja schon gesagt, das sind 2000 Gene, die da beteiligt sind, und jede Zelle hat einen Vitamin-D-Rezeptor. Also es ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, diese 6 sind so die typischsten, die ich jetzt gerade genannt habe. Ja. Und kann natürlich auch noch weitere Ursachen haben, aber oftmals ist es so, und ich rate halt dann immer auch unseren Kunden beispielsweise auch einfach einen Test machen zu lassen. Dann ist man auf der sicheren Seite, und ja, so würde ich vorgehen. Zum Schluss noch die Frage: Welche Vitamin-D-Präparate bietet Lebenskraft pur an und wie werden diese hergestellt? Ja, also wir haben ein Vitamin-D-Depot, das ist relativ hochdosiert. Wir haben ein Vitamin-D pur, das ist einfach nur Vitamin-D. Und dann haben wir eben noch diese Mischung, ne, mit dem Kofaktor Vitamin-K, weil sich das einfach anbietet, dass man das zusammen mischt, ne, und das kann man auch schön in Tropfenform dann beides zu sich einnehmen. Ja, und jetzt eine ganz tolle Frage auch, finde ich, zur Herstellung, weil, jetzt muss ich gleich vorab sagen, unser Vitamin D ist nicht vegan. Wir haben uns da ganz bewusst für die vegetarische Variante entschieden. Und das hat mehrere Gründe. Also ich fange vielleicht einfach ganz kurz an. Und zwar ist also eines der bereits seit dem 1. Jahrhundert sogar schon nach Christus bekannten und bewährten Verfahren ist einfach die Vitamin-D-Herstellung basierend auf dem Ausgangsstoff Lanolin. Und Lanolin ist das Wollwachs, ne, was quasi die Schafe in ihren Talgdrüsen bilden und dann in der Wolle quasi wieder zu finden ist. Und wenn einfach eine Schafschur gemacht wird, dann wird die Wolle gewaschen. Und hierbei fällt quasi dieses Rohwollwachs quasi raus. Und durch mehrmaliges Auswaschen wird es dann einfach gereinigt. Und dann hat man eben diesen Lanolinstoff. Und das ähnelt einfach in seiner Struktur stark auch dem Körpergewebe. Und enthält auch unter anderem sehr viel Cholesterin, genau wie auch die menschliche Haut. Auch bei UVB-Strahlung dann quasi das Cholecalciferol, ne, das ist ja später das Vitamin D, bildet. So passiert dann auch in diesem Wollwachs. Also es ist wirklich ein 100% körperidentischer Vorgang, der da passiert. Und unsere Vitamin-D-Präparate enthalten eben das Cholecalciferol und das ist eben aus diesem Ausgangsstoff Lanolin gewonnen. Und das mischen wir dann eben mit einem MCT-Kokosöl noch und dann hat man da ein schönes Präparat, was einfach wunderbar funktioniert. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich mit dieser veganen Variante aus Flechten, das ist einmal ziemlich teuer auch, wenn man da eine gute Qualität will, und zweitens auch sehr ressourcenintensiv.
Und es funktioniert einfach bei. Also wir haben wirklich die Rückmeldung gekriegt von unzähligen Kunden, dass es nicht so gut funktioniert. Und das war so der Grund, wo wir dann einfach gesagt haben, komm, wir machen die vegetarische Variante. Gleichzeitig haben wir aber auch darauf geachtet, dass natürlich auch die Schafe da gut behandelt werden. Das weißt ja selber auch von mir, dass ich da immer sehr viel Wert drauf lege, dass auch da die Tiere vernünftig behandelt werden. Und letztlich ist auch dieses, die Schafe werden sowieso geschoren. Also ja, da kann jetzt auch wieder jemand was dagegen sagen, ich weiß, aber es ist letztlich ein Abfallprodukt. Das muss man einfach auch fairerweise sagen. Die Schafe werden auch nicht in Ställen oder Käfigen gehalten, sondern das ist einfach, sie wandern in Herden, ja, draußen. Es ist von der Haltung her, in meinen Augen in Ordnung. Und wenn die dann bei der Schur auch nicht verletzt werden, dann ist es in meinen Augen, in meinem Verständnis her in Ordnung. Das muss natürlich jeder für sich selber beurteilen. Für mich passt es und es funktioniert halt, weil letztlich darf man halt auch die Wirkung nicht vergessen. Und wir haben einfach ganz viele Kunden, bei denen hat es nicht funktioniert und die sagen, die sind zu uns gekommen und haben das mit dem Lanolin probiert und es hat funktioniert und die waren dann doch schon relativ dankbar, ja. Ich weiß, es ist, da kann man sich streiten über das Thema, aber das war halt an der Stelle der Weg, den wir gegangen sind und wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist halt, dass die Tiere nicht verletzt werden und das werden sie nicht und von daher war es für mich dann auch wiederum moralisch vertretbar. Ja, genau. Und es gibt auch verschiedene, ihr habt auch ein hochdosiertes Vitamin D, ne? Das hat ja, genau. Also wir haben das Vitamin D-Depot, das wird mit 10.000 Einheiten pro Tropfen. Dann haben wir das Vitamin D pur, das hat 1.000 Einheiten pro Tropfen. Das sind die zwei puren Varianten. Und dann haben wir noch die zwei Vitamin D-Varianten noch mit Vitamin K gemischt. Da haben wir einmal das D3K2-Komplex, das hat 1.000 Einheiten Vitamin D und, ich meine, 60. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie viel K. Ja? Und dann haben wir nochmal ein höheres mit Vitamin D3K2 Depot, da haben wir 5.000 Einheiten und entsprechend auch Vitamin K dabei. Vielleicht können wir es ja verlinken in der Infobox oder so, dann haben es die Leute einfacher. Oder ja. Ich wollte jetzt nochmal zu meinen Erfahrungen kurz kommen. Ich hatte 2017 war das, da hatte ich auch ein Video dazu gemacht, aber da ging es auch um B12, da hatte ich jetzt nicht speziell über Vitamin D und die Hintergründe, deswegen war es mir wichtig, dass wir zusammen ein Video dazu machen. Da hatte ich nämlich einen Vitamin D-Mangel. Da kannst du dich vielleicht erinnern, das erste Mal mein Vitamin D-Mangel, das war vor 4 Jahren. Und das war kurz bevor ich nach La Palma geflogen bin, und also in die Sonne sozusagen im November. Und da hatte ich auch mit dir gesprochen und dann hatte ich auch von euch dieses Vitamin K-Depot mit 10.000 Einheiten. Ne? Vitamin D-Depot, ja. Genau, da habe ich mir gedacht, oh, dann will ich aber, wenn ich einen Mangel habe, wirklich hier so viele Einheiten, also dass ich wirklich das aufstocken kann. Und da hast du zu mir gesagt, oh, das passt. Super, dass du jetzt auch gerade in La Palma bist mit der Sonne. Das hat dann so einen Synergieeffekt. So. Also wenn du nochmal in Sonne gehst und so hohe Dosen nimmst, dann kannst du das richtig gut auffüllen. Und es war dann wirklich so. Also über den Winter konnte ich wirklich meinen Vitamin-D-Wert extrem verbessern. Und es gibt ja manche, die empfehlen wirklich Vitamin-D regelmäßig zu nehmen. Vielleicht, wenn man das aufgefüllt hat, dann 1.000 Einheiten, ein paar Tropfen. Ich weiß, es ist ja ganz individuell. Manche nehmen sehr hohe Dosen, manche mäßige Dosen, kommt ja auch auf den Wert drauf an. Ich wollte nur sagen, ich praktiziere das so, dass ich so wenig wie möglich nehme und wenn, dann nur im Winter. Also ich hatte tatsächlich so, nach diesem Mangel habe ich das im Winter übergenommen, gut aufgefüllt und habe dann erst mal 2 Jahre gar nicht mehr genommen. Aber letzten Winter, das war ja so, naja, so ein bisschen nicht nur dunkler Winter wegen der Jahreszeit, sondern auch wegen den äußeren Bedingungen. Ne? Ich sag nur C, das ganze C-Thema. Und da habe ich dann wirklich auch angefangen, Vitamin D zu nehmen, weil ich gemerkt habe, das macht was mit mir im Außen. So, weil du auch sagst, ne, das kann auch, weil das schon so ist, dass Vitamin D, wenn man das regelmäßig nimmt, auch die Stimmung so ein bisschen anhebt. Gerade wenn man so. Absolut. Wenn man da echt so sagt, oh, es ist im Außen und man kann, es fällt schwerer, so unter Balance zu bleiben. Ne? Also fand ich das Vitamin D schon unterstützend letzten Winter, so muss ich schon sagen. Im Sommer, früher Sommer habe ich es dann jetzt wieder nicht genommen, aber ich werde es auch jetzt wieder nehmen, weil es hört ja nicht auf im Außen. Ne? Ja. Ja, eben. Und dieses Außenthema, weil das gerade so präsent ist und da gibt es also unzählige, wir gehen jetzt nicht genau darauf ein, aber es gibt wirklich unzählige Untersuchungen auch gerade, dass da der Effekt ganz, ganz positiv zu sehen ist. Also von daher in diesen Zeiten sicherlich noch wichtiger als sonst. Genau, weil ich auch sonst auch immer sage, ich nehme also so wenig Nahrungsergänzungsmittel wie möglich. Also ich teste meine Blutwerte und dann schaue ich. Manche sagen auch, oh, deine B12-Werte sind so niedrig. Aber wir hatten ja auch mal ein Video über B12, glaube ich, gemacht. Da habe ich das ja auch mal erzählt.
oder da hat man Ja. das mit drin, glaube ich, Ja. wo ich sage, ja, mein Wert ist schon immer so niedrig. Ich lebe ja schon so lange vegan und vegetarisch. Mein Wert war nie sehr hoch. Also auch als Vegetarierin nicht oder Anfang vegan. Der ist immer gleich konstant geblieben. Das ist für mich auch ein Zeichen, dass das hat sich normal eingepegelt. So, habe jetzt auch keine gesundheitlichen Beschwerden und über Jahre. Aber Vitamin D, das ist jetzt das Einzige, was ich jetzt im Winter übernehme. Sonst, du weißt ja, ich versuche das dann immer so über Entgiftung, Darmreinigung, nährstoffreich mich zu ernähren. Und das ist so den Weg, den ich gehe. Das kann manchen zu kompliziert sein, hat man ja schon gesagt. Im Alltag sind manche so beschäftigt, zu so eingebunden, Job, Familie. Da ist es dann doch hilfreich, auch unterstützend etwas zu nehmen. Und da empfehle ich halt dann immer gern Lebenskraft pur. Ich sage, wenn, dann schau da. Das sind hochwertige Produkte. Ich habe auch schon in unserem letzten Video erwähnt, gerade ich habe Eisen für meinen Jüngsten, weil der schon immer einen Eisenmangel hat, weil auch wegen seiner ein bisschen komplizierteren Ernährung. Und das besteht eben aus Curryblattpulver und Hagebuttenextrakt. Ne? Das ist so eine Genau. Vitamin D und Eisen. Und das kann ich dann auch empfehlen. Da stehe ich auch dann dahinter, gerade weil wir das auch selber testen und da gute Erfahrungen gemacht haben. Ne? Deswegen wollte Ich ich meine. bin voll bei dir. Ja. Und deswegen wollte ich mich mit Entschuldigung. meine Zuschauer, alles gut. Deswegen wollte ich meine Zuschauer mit dem Video noch ein bisschen sensibilisieren, jetzt gerade wieder über diese dunkle Ja. Jahreszeit, vielleicht auch nochmal den Vitamin D-Wert zu testen. Oder wenn sie jetzt auch sich wiederfinden in den Symptomen, die du geschildert hast, oder auch mit dieser Stimmung, dass sie merken, also letztes Jahr, es hat mir auch so Kraft gezogen, wie denen auch im Außen. Klar ist es auch wichtig, im Winter über sich vitalstoffreich zu ernähren. Ne? Grün-Bitterstoffe. Genau. Über grüne Leben hatten wir auch schon ein Video gemacht. Das darf nicht vernachlässigt werden, aber ich habe das Vitamin D eben als unterstützend empfunden. Und euer Grassaftpulver Ja. sowieso, das ist mein absolutes Lieblingsprodukt, seitdem du mir das mal zugeschickt hast, seit 4 Jahren. Auch mein Cool, freut absolutes mich, ja. Lieblingsprodukt und es ist schon regelmäßig dabei. Gut, im Winter, im Sommer presse ich mir auch Wildkräutersäfte, aber jetzt Klar. ist es wieder und da merke ich wirklich eine Wirkung. Also ich merke bei den wenigsten Nahrungsergänzungsmitteln irgendeine Wirkung, was ich die wenigen Sachen, die ich mal getestet habe oder irgendwelche Superfood-Produkte. Aber bei Grashaft merke ich was und beim Vitamin D habe ich das letztes Jahr im Winter auch gemerkt. Also und ich, ja, und das kann ich auch gut transportieren, wenn ich da wirklich gute Erfahrungen gemacht habe, dass ich sage, ja, das macht was mit mir. Das merke ich wirklich. Ja. So. Ja, nein, ich kann das auch, also du gehst wirklich den Königsweg, ne? Das finde ich auch super, dass du einfach ganz viel probierst über die Ernährung und den Lifestyle abzudecken und es funktioniert ja wirklich sehr gut bei dir. Das ist natürlich immer perfekt, ja. Wenn man es schafft, wunderbar, ne? Da bin ich auch immer, total dabei. Genau. So. Genau, ich werde die Vitamin D-Präparate unten verlinken, diese drei, vier, drei waren es, ne? Drei Präparate. R4, ja. Ja, genau. Gut, die sind jetzt nicht vegan, aber ihr hattet ja früher auch mal vegane, jetzt habt ihr ja sehr auf vegetarisch alles umgestellt. Ihr hattet ja Nee, früher. nee, werden immer nur die vegetarischen. Werden die veganen noch nie. Genau. Ja, ich hatte ja Ja. deswegen, da hatten wir damals auch drüber uns unterhalten, habe ich gesagt, okay, wenn das so hergestellt wird, ich weiß, du achtest auch darauf, wo es herkommt, auf die Qualität, Ja. dass es den Tieren gut geht, dann kann ich das für mich auch, ich weiß ja auch, so 100% vegan ist eh nie möglich, wenn ich meine Wildkräuter sammle, ne? Man weiß, wie viele Lebewesen ich da auf der Wiese und Ja. auch bei Lebensmittelherstellung, wenn auch Getreide geerntet wird, irgendein Gemüse, da gehen immer, es ist 100% vegan, es ist eigentlich eine Ideologie, das ist gar nicht 100% durchsetzbar, aber wichtig ist, so wenig wie möglich Leiden zu vermeiden, das ist so mein Credo. Genau. Deswegen kann ich auch guten Ja. Gewissens euer Vitamin D nehmen. Das kriegen meine Kinder jetzt über den Winter auch. Also wir nehmen das dann auch jetzt über den Winter und sind da eigentlich ganz gut damit. Ja, lieber Super, das freut Fabian, mich. danke dir für deine ganzen Ausführungen und vor allem auch, dass wir eine Gerne. schöne Rabattaktion haben. Das haben wir ja immer bei unseren Interviews. Es gibt vom 20. bis zum 24., 5 Tage, 24. Genau, 5 Tage. Rabatt auf den Warenkorb oder auf, ja, genau. Da könnt ihr gerne mal schauen. Also, ich kann es nur empfehlen: die grünen Pulver, ihr habt tolle grüne Pulver. Auch die Nahrungsergänzungsmittel sind so sage ich mal, so hochwertig wie möglich. Ne? Also, immer Ja. Bioverfügbarkeit, die Qualität. Ihr habt ja auch richtig Prüfer, die dann wirklich immer die Zutaten, die Rohstoffe prüfen. Ihr Ja. bereitet das ja alles selber zu, auch Wildkräuterpulver. Ihr mischt das alles. Also, bei euch wird alles wirklich vor Ort gemacht, so wie eine kleine Manufaktur. Ja. Das ist. Ja. Da verpackt, du hast nur ein Bio. Also, das ist wirklich alles im einen und das finde ich einfach wunderbar, ne? Dass ihr das da wirklich eine gute Ja. Qualität. Genau, die ganzen grünen Pulver, auch eure Zahnpulver, die Zahnkristalle. Also, würde ich sagen, liebe Zuschauer, schaut da einfach mal rein. Schaut euch die Vitamin D-Präparate an. Ihr schreibt ja auch da immer gute Texte dazu, ne? Da kann man sich auch nochmal informieren zu diesen So, Präparaten. soweit wir dürfen, ja. Da muss man auch mal dazu. Alles darf man, Anderes alles darf Thema. nicht. Das Thema. Genau. Genau, aber ich habe eure Vitaminpräparate auch das Depot. Ich habe das sogar mal meinen Eltern, das mit Vitamin
K und Magnesium habe ich irgendeinen Winter, habe ich gesagt, hier nehmt das mal jetzt über den Winter, weil die das auch noch nie so auf dem Schirm hatten. Und da habe ich denen das auch mal gegeben. Ne? Und haben die das dann schön brav im Winter übergenommen und das hat die auch gut durch den Winter gebracht. So, ne? Das auch, man Klasse, merkt es ja auch super. In Erkältungskrankheiten, dass das weniger werden kann, ne? Dass man dann nicht so infektanfällig ist. Absolut. Und wie gesagt, gerade im Alter wird es umso wichtiger, ne? Weil es über die Haut immer schwieriger wird. Genau. Ich danke dir, lieber Fabian. Klasse. Und an meine gerne, sehr gerne. Und an meine Zuschauer, ja, gerne eure Meinung und Gedanken dazu, eure Erfahrung mit Vitamin D. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Gab es da wirklich auch mal wirklich gesundheitliche Beschwerden? Ihr konntet durch eine Vitamin D-Einnahme beheben? Was ist eure Meinung dazu? Wie handhabt ihr das? Würde mich sehr interessieren. Freue mich sehr über eure Kommentare. Und ja, wünsche euch alles Liebe, alles Gute und einen lichtvollen Winter, dass ihr gut durch den Winter kommt, durch die dunkle Jahreszeit. Alles Liebe und bis ganz bald.